Im Retzina, da kriegst du aber einen ganz schönen Schädel am nächsten Tag. Ja? Ja. Ich rede ja nicht von Flaschen. Ich ein Glas, ja. Ich bin Maria im Film und meine Tochter ist eine vielbeschäftigte Fernsehmoderatorin. Heike Makatsch ist gar nicht da und ich habe einen Hausunfall, rutsche aus und ich verliere mein Gedächtnis. Ich erinnere mich an New York. Mama. Da sind die Leute. Im Grunde geht es um drei Liebesgeschichten. Man lebt in allen drei Liebesgeschichten mit, weil man weiß nicht, ob sie sich wirklich kriegen. Das bleibt offen erstmal. Sie müssen mich verwechseln. Ich habe eine Verabredung, aber nicht mit so einer jungen Frau. Das ist einer der seltenen Fälle, wo ein Film ein bisschen kitschig ist, ohne kitschig zu sein. Auf einmal sah ich sie, sie, 17 Jahre, blondes Haar, so standst du vor mir. 17 Jahre, blondes Haar, wie find ich zu dir? Ich bin ziemlich stolz, dass ich mit dabei war. So ein Genre, was in Deutschland wenig bespielt wird. Und insofern ist es aus dem Grund allein schon was Besonderes.